Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Sheets die Wenn-Funktion verwenden kannst. Viel Spaß! Die Wenn-Funktion besteht zuerst aus drei Teilen. Ja, ihr tippt einfach in eure Zelle ist gleich Wenn, Klammer auf. Dann kommt ein Wahrheitswert. Das heißt, ihr müsst dort etwas eingeben, was für Sheets einen Wahrheitswert wiedergibt. Sprich, entweder es ist wahr oder es ist falsch. True oder false im Englischen dann. Das heißt, ihr könnt dort schreiben, eine gewisse Zelle ist kleiner als 100. Das wäre zum Beispiel möglich. Oder ihr könnt dort auch einfach nur eine Zelle angeben und diese müsste dann einen Wahrheitswert wiedergeben. Dazu kommen wir aber später. Danach müsst ihr einen Wert eingeben, falls der Wahrheitswert davor wahr ist. Danach noch einen Wert angeben, falls der Wahrheitswert falsch ist. Das heißt, entweder oder ist der Wahrheitswert wahr, wird das zweite in der Funktion angezeigt. Ist der Wahrheitswert falsch, wird das dritte angezeigt. Sprich, ihr könnt jetzt hier hineinschreiben. Ich habe hier dafür testweise auch mal eine kleine Summe erstellt, die zufällige Zahlen beinhaltet und bei denen die Summe am Ende ausgegeben wird. Ja, dann könnt ihr hier kombinieren. Unsere Zelle F15 ist kleiner als, sagen wir einmal, 900, dann schreiben wir rein, in Anführungszeichen können wir in die Zelle schreiben lassen, juhu, denn wir haben den Wert 900 unterschritten, oder eben zu hoch, dann ist eben der Wert in der Zelle zu hoch. Am Ende die schließende Klammer nicht vergessen, wir drücken auf Enter und wir sehen schon, in der Summe, die zufällige Zahl ist 1136 und wir erinnern uns ja, wir haben eingegeben, wenn die kleiner als 900 ist, dann soll bitte Juhu ausgegeben werden und sonst zu hoch. Und das hat jetzt hier auch funktioniert. Wir können das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen, indem wir hier direkt auch unsere Summenfunktion einbauen. Sprich, wir lassen dann hier automatisch die Summe berechnen und sagen dann kleiner 900. Und wir kommen wieder auf zu hoch. Ja, wir sehen jetzt hier, die Summe beträgt aktuell 848 und es wird dann auch direkt Juhu ausgegeben. Jetzt kann es sein, dass du aber nicht so ein Beispiel mit Zahlen brauchst, sondern wirklich Wahrheitswerte, sprich True oder False, beziehungsweise wahr oder falsch. Und dafür gibt es auch noch Funktionen in Google Sheets. Beispielsweise tippe ich einfach in eine Zelle True ein, also das englische Wort für wahr, und drücke Enter, wird automatisch in Großbuchstaben und zentriert wahr in die Tabelle geschrieben. Das bedeutet, diese Zelle hat jetzt den Wahrheitswert True, also wahr oder ja, wenn man so möchte. Dasselbe funktioniert, wenn ich klein false schreibe. Dann wird automatisch falsch eingetragen in Großbuchstaben und die Zelle hat den Wahrheitswert falsch. Dementsprechend könnte ich jetzt hier unsere Wenn-Funktion verwenden, wenn unser Wahrheitswert ist in dem Fall wahr. Dann nehmen wir jetzt einmal das wahr-Beispiel, dann schreiben wir hier wahr rein, ich lasse es mal klein, wahr, und sonst soll bitte falsch eingetragen werden. Wir schließen wieder die Klammer und drücken Enter und logischerweise steht jetzt hier wahr. Darunter machen wir genau das gleiche, aber eben mit falsch, dem Wahrheitswert falsch. Und das heißt, der bekommt diesen Wahrheitswert jetzt nur aus einer Zelle. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr eine Tabelle habt, die beispielsweise Fragen von Personen auflistet und ihr bestimmte und ihr die auswerten möchtet und das dann in Google Sheets macht, könnt ihr damit auch sagen, wenn eingetragen wird, ja, nein, oder wenn das so und so ist, dann soll bitte ein anderes gewisses Feld auch als wahr markiert werden oder farbig markiert werden. Und somit könnt ihr dort auch schön komplizierte
Google Sheets Tabellen erstellen, die euch dann eure Umfrage quasi auswerten. Wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, steht hier natürlich falsch drin. Es funktioniert aber nur mit True oder False. Wenn ich jetzt wahr eintippe, funktioniert das nicht. Dann seht ihr das. Das wird nicht in Großbuchstaben geschrieben und zentriert. Das passiert nicht. Das geht nur mit True. Und dafür, dahinter stecken die Funktionen wahr. Die heißt einfach wahr, Klammer auf, Klammer zu, und schon ist der Wahrheitswert in der Tabelle true bzw. wahr. Die gleiche Funktion gibt es natürlich auch für false, Klammer auf, Klammer zu, und somit verpasst ihr Zellen den Wahrheitswert true oder false, wahr oder falsch. Das heißt, ihr habt jetzt einmal die Möglichkeit, mit der Wenn-Funktion Zahlen zu vergleichen. Ihr habt die Möglichkeit, mit Wahrheitswerten zu arbeiten, aber ihr könnt natürlich auch mit Wörtern arbeiten. Ja, euer Lieblingsessen ist beispielsweise oder sind Nudeln. Ja, und ihr könnt dann direkt drunter, wenn, ihr wählt dann die Zelle aus, in unserem Fall J9, wenn J9 ist gleich in Anführungszeichen, das ist ganz wichtig, Nudeln. Das ist jetzt wieder unser Wahrheitswert, das heißt, der Vergleich steht in der Zelle J9 Nudeln drin, dann würde wahr zurückgegeben werden und wenn nicht, dann eben false, also falsch. Das heißt, dann schreiben wir hier rein, das ist auch mein Lieblingsessen, das Ganze noch in Anführungszeichen packen und dann noch den Wert, wenn es falsch ist, dann schreiben wir einfach das mag ich nicht. Und natürlich die schließende Klammer nicht vergessen und dann drücken wir Enter. Und dann steht hier drin, das ist auch mein Lieblingsessen. Tippe ich jetzt hier ein, Hummer steht da, das mag ich nicht. Das heißt, ihr könnt sowohl Zahlen vergleichen mit mathematischen Zeichen wie größer gleich, kleiner gleich oder ist gleich. Ihr könnt das aber Ganze aber auch mit Wörtern tun, wie wir das hier gerade gemacht haben. Ja, wenn J9 gleich Nudeln. Wir können das auch mal wieder zu Hummer ändern. Dann wird automatisch hier, das ist auch mein Lieblingsessen, angezeigt. Aber natürlich auch mit den Wahrheitswerten, die ihr über die Funktion ist gleich wahr, Klammer auf, Klammer zu, und ist gleich falsch, Klammer auf, Klammer zu, erzeugen könnt. Bei dem Vergleich von Wörtern müsst ihr noch darauf achten, dass ihr die Wörter auch richtig schreibt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Hummer klein schreiben würde, reagiert er nämlich darauf noch. Das akzeptiert er auch. Das heißt, er achtet hier nicht auf Groß- oder Kleinschreibung. Ja, auch wenn ich jetzt hier drin Hummer klein schreibe und hier groß, funktioniert das auch noch. Das heißt, er achtet hier nicht auf die Groß- und Kleinschreibung. Das nur als Tipp, dass ihr das beachten müsst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du weißt, wie du jetzt die Wenn-Funktion in deinen Tabellen verwenden kannst. Hast du Fragen, schreib sie in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, like das Video und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.